Okay, dann herzlich willkommen zu einer netten Runde Let's Play Damned mit dem Rico, der Steffi und dem Thomas. Kennt ihr ja auch Yeah. alle schon hier aus GTA und so. Und ja, cool. Ich glaube, der Rico jagt uns jetzt. Oh ja. Toll. Ach ja, ich hab halt Oh, einfach keine. jetzt bin ich da. Och nö. Wo ist eigentlich Steffi? Hallo. Hier bin ich, Opa. hinter euch. Hinter uns. So, ich mag diese Map, ja. Warte. Ich verrate nicht warum. Kommt Ja, man die ja wirklich Schlüssel. nirgendwo durch. Ja, dann sucht mal Schlüssel. Ich bin ein Geist, Geh ich komme weg! durch alle Türen. Geh weg! Mal weg, da Gandhi! Weg da, Gandhi? Der war aber schlecht. Oder nicht? Hier muss schon ein Schlüssel sein. Fuchtel doch hier nicht rum. Seid ihr? Seid ihr? Diesmal gucke ich gleich in der Ecke nach, wo Thomas sich das letzte Mal versteckt hat. Da stand ich eben schon und habe überlegt, nein, doofe Idee, ganz doofe Idee. Das habe ich mit 5 schon gelernt, dass man sich nicht zweimal Hier kann man hintereinander in doch der gleichen durch. Ecke versteckt. Ja, wo? Hier. Uah. Was? Warum? Also ganz im Ernst, in diesem Spiel soll man einfach nicht zurückgucken. Wenn man denkt, ich habe das Gefühl, ich müsste laufen, dann Das sollte man laufen. lauft. Ich drehe mich um und denke mir, Lady Gaga. Ich drehe mich um und denke mir, Lady Gaga. Oh, hier geht ab schon. Ich habe Schlüssel. Yay. Und wohin? Also Thomas ist tot, ne? Ja, Ja, schon Thomas ist gesehen. tot. Vielleicht hier rechts? Aber ich bin ja ganz froh, dass der Stuhl noch nass ist, auf dem noch trocken ist, auf dem ich sitze. Aber falls sich jemals jemand gefragt hat, warum ich keine Horrorspiele spiele, ich finde die einfach scheiße. Die geben mir nichts. Was? Warum? Weil ich ein fucking Schisser bin. Ist ja schon gut. Wem join ich denn? Da bist du ja gerade in so Taschenlampe an, Taschenlampe aus, an, aus, an, aus, an, aus. Dann bin ich das. Ah, ich bin in Steffi. Das klingt falsch. Was? Nee, das klingt schon richtig. Kann ich nur empfehlen. So, ich befürchte, ich muss das ja ein bisschen heller machen. Ich fühle mich geborgen. Nachbearbeitung. Ich wünschte, ich wüsste, wo Steffi ist. Soll ich das mal verraten? Ja, mach mal. Nein. Ich bin gerade eben Geistmodus, also alles gut. Ja, du hast ja schon gegessen. Ja, ich habe erstmal keinen Appetit mehr. Was für ein Spiel. Aber Steffi, du rennst ja die Ah, ganze hier Zeit bist rum. du. Renn doch einfach, wenn ihr schon einen Schlüssel habt, einfach Was zum bist du da bei Ausgang. mir? Ja, du Ah, musst ja da. mehrere Schlüssel suchen und vor allen Dingen musst du dann auch. Wohin? Ich habe keine Ahnung. Hast du hier mal geguckt? Das Lustige ist, wenn du relativ kurz nur in den Monstermodus wechselst, dann braucht es auch nicht so lange, um sich wieder aufzuladen. Okay. Ganz genau gehört. Aber in dem Nicht-Monster-Modus siehst du halt, wenn irgendwo Taschenlampen rumleuchten. Oder in dem Monster-Modus. Ja, Monster-Modus, ja, das ist voll gemein. Wer kommt da? Und dass man als Monster die Türe nicht aufmachen muss. Das ist ja schon gemein. Das heißt, ein anderer macht die Tür gerade auf und dann. Nee, das Problem ist auch, ihr könnt die Türen auch hinter euch wieder zumachen, ne? Das wisst ihr schon. Oh. Nee, wusste ich nicht. Ja.
Ne, wenn ihr nächstes, die, wenn ihr die Game offen, wenn ihr die offen lasst, dann kann ich dann natürlich auch im Monstermodus durchlatschen. Du hast den Schlüssel, Steffi, oder? Ja, aber ich habe bisher nicht die Tür gefunden. Ich hab Angst. Das ist voll nett, wie Mareike Steffi von hinten an und anleuchtet. Nimm zuerst sie. Wo ist sie denn jetzt? Genau vor dir. Du hast ein Buch, oder? Mareike, hinter dir ist... ist egal. Halt den Mund. Mach mal einfach die Tür zu, so. Rico steht wahrscheinlich jetzt irgendwo und wartet nur noch auf seine Chance. Nö. Hilde, nee, da kommen wir her. Oder denkst du, da ist noch... geht's ja auch noch weiter. Achso, ich lag da. Oh, Entschuldigung. Lass dich, weil hier ist eine Tür zum Beispiel. Das ist jetzt doof, dass ich das gesagt habe, oder? Entschuldigung. Es tut mir leid. Ich glaube, ich bin tot. Ja, du bist direkt in mich reingelaufen. Nee, das Lustige ist. Hä? Achso. das Lustige war, dass das nicht da stand, dass ich tot bin. Also normalerweise ist das ja so in der Mitte vom Screen und da war es nicht da. Boah, ich war voll angespannt gerade. Ich glaube, ich bin da so ein bisschen runtergerutscht. Ich habe euch durch die Tür leuchten sehen. Deswegen meinte ich vorhin, ihr müsst die Taschenlampen echt sparsam einsetzen. Weil die haben euch letzten Endes verraten. Und Thomas. Ja, ich hatte sie jetzt ganz kurz mal an. Und ja, nee, ihr standet hier irgendwie in einem Raum, wo ich... wo ich Thomas auch getötet hatte, standet ihr in einem Raum drinne, oder einer von euch, und hat mit der Taschenlampe geleuchtet. Ich habe nur durch die Tür durch das Leuchten der Taschenlampe gesehen. Ja, ich habe jetzt versucht, ein bisschen sparsamer damit zu sein, aber... Und so muss man es leider anmachen, weil man einfach sonst dauernd gegen die Wand läuft. Das auch, ja. Was für ein Spiel spielen wir als nächstes? Ja, gute Frage. Fang den Thomas. Okay, das ist, gute Wahl. Das ist Fang den Thomas in einer neuen Dimension. Ja, aber echt. Nein, das finde ich kacke. Findest du das? Finde ich kacke. Mich irritiert manchmal der kleine Lichtschein, den das Monster vor sich herwirft. Ich dachte am Anfang immer, da leuchtet mich von hinten jemand mit der Taschenlampe an und habe mich dadurch oder deswegen umgedreht. Ich dachte, man kann hier so ein bisschen das Gamma verändern oder so, aber nö, kann man nicht. Man kann es nicht heller machen. Bin ich doof. Ja, guck mal doch. Back. Resume the game. Wie der überhaupt was sieht. Wo ist sie denn, Steffi? Wie ist sie denn? Die sagt schon gar nichts mehr. Ich bin konzentriert, es tut mir leid. Ja, ich war auch mega konzentriert. Ich glaube, man sieht es auf der Facecam. Dieses... Also, es ist Wahnsinn, wie die Steffi das spielt. Ich glaube, die will das sogar gewinnen. Gewinnen. Rico, wo bist du? Oh, das sieht aber, das sah aber ganz das gut aus davor, ich dir jetzt oder? Nicht verraten. Oh, da war was auf dem Tisch. Sehen. Seht ihr das etwa nie, weil ich sehe das alles ohne Taschenlampe? Ja, ich sehe leider nicht so gut ohne Taschenlampe bei mir. Wahnsinn. Also ich habe die Helligkeit relativ hoch gestellt. Verdammt, wo ist der Schlüssel? Nee, du brauchst das Ding, um diese... Habe ich ja gerade weggemacht, aber ich brauche auch einen Schlüssel. Achso. Warum wisst ihr das? Sind. Was wissen? Nein, ich schaue der Steffi gerade fasziniert zu. Wahnsinn. Ja, ich auch, aber was? Also ich höre gerade Schritte, also lang geht die Runde nicht mehr, aber... Also Steffi, denkst ich will du, jetzt keinen du? Druck machen oder so, ne? Ich habe noch keine Folge Damned bei anderen Leuten gesehen, wo es wirklich jemand geschafft hat. Steffi ist aber echt gut auf dem guten Wege gerade. Ich muss mal kurz wieder hinter mir umfuchteln, ja, weil wieder die Lichter ausgehen.
Fuchtel, Fuchtel. Die olle Schachtel. Was? Boah, dieses Piepen jedes Mal. Welches Piep, bitte? Diese scheiß Taschenlampe, die flackert immer von alleine. Ja, dann ist die Batterie fast leer. Ich hab die Taschenlampe nicht immer an. Ja, aber... Ja, oder du bist in eine der Fallen getappt. Die könnte es auch auslösen. Das, also, sieht man das dann eigentlich als Monster? Nur wenn ich im Monster-Modus bin. Wenn ich im Geist-Modus bin, nicht, ne. Also da, merkst du nicht, wenn jemand in deine Fallen läuft? Ja, doch, wenn jemand in die Fallen läuft, ja. Aber ansonsten... Immer. Also, das meinte ich. Ja, das kriege ich mit. Das heißt, du kannst dann nur hoffen, dass jemand sagt, die Leiter ist umgefallen. Oder nee, was? Du hörst dann ein gewisses Geräusch, je nach Falle, die ausgelöst wird. Entschuldigung, das war meine Stuhlfalle. So, wo ist sie denn, die Steffi? Wo kennst du denn? Ich fieber ja schon so ein bisschen mit dir mit. Das Problem ist, du kennst als Monster nur eine einzigste Scheißgeschwindigkeit. Und die ist langsam. Ich wollte gerade sagen, sehr langsam. Ist er da jetzt gerade vorbeigelaufen? Nee, das ist, glaube ich, die Kiste, die da draußen ist, oder? Ich komme nicht gerade hier raus. Ich glaube, du kommst auch irgendwie gerade nicht raus, oder? Also ich will ja jetzt nicht die Spannung erhöhen. Das war schlecht, glaube ich, oder? Nee, ich höre was, ich lasse die Tür zu. Hallo, so schönes Fenster. Was? War da nicht gerade was? Jetzt geht ihr ja nicht mit. Ganz ehrlich, weiß ich, was ich voll verwirrend bei mir fand. Irgendwann dachte ich so, boah, ich glaube, du läufst gerade gegen eine Mauer. Du musst die Maus bewegen, du musst irgendwo anders hin. Oh, und dann machst du die Taschenlampe an. Oh, nee, jetzt bin ich gegen eine Mauer gelaufen, verdammt. Ah, okay. Steffi? Du weißt, dass ich als im Geistmodus auch durch die Tür durch kann, ne? Steffi? Auf! Das heißt, bin ich die ganze Zeit. Ja. Dim. Oben rechts seht ihr einen kleinen Countdown. Sehen wir? Seht ihr? Lauf, weil als Geist kann er ja da durch. Ja, gut, aber. Gut, als Geist kann ich ja noch nichts machen. Dann Waschbecken. Oh, toll, ein Waschbecken. Du kannst dir die Hände waschen. Yeah. War da nicht was drin? Eine Batterie, ne? Ja, irgendwas war da drin. Jetzt habt ihr sie wieder verraten. Du läufst trotzdem weg. Das sind doch überall Waschbecken. Das ist ein verdammtes Irrenhaus. Was? Irrenhaus? Was? Irre? Ich sag nix. Nicht? Warum nicht? Nee. Oben links steht es, Player found no items with a dead body. Hä? Ich hab bei dir geguckt. Ah, keine, das finde ich nett. Keine Dinge mit totem Körper? Gott sei Dank habt ihr ihm jetzt gerade verraten, wie ich vorhin, dass ihr an irgendeinem toten Körper seid. Das weiß ich doch gar nicht, ich hab's doch gar nicht gesehen. Ja, aber du hast es doch gerade gesagt, dass ich da vorbeigelaufen bin. Nein. Doch. Doch. Steffi hat doch noch bestätigt. Steffi hat nur gesagt, dass sie da geguckt hat, wo sie gerade ist. Naja. Hä? Warum bin ich im grünen Zimmer? Ah, okay. Warum liegt hier Stroh? Madman! Also gerade ist der Insider. Madman! Oh. Das Blöde ist, die Dinger können halt in diesen scheiß Schiebern sein. Die kriegst du so schwer auf. Ja, ich hab die. Gibt doch, glaube ich, irgendeine so amerikanische Sendung von der Fleischerinnung. Wie heißt das nochmal? Mad TV. Hahaha. Ist egal. Serious? Ernsthaft? Echt jetzt?
Irgendwie weiß ich gerade überhaupt nicht, wo du bist, Steffi. Ich glaube, ich muss mir das in der Aufnahme nochmal angucken. Ich glaube, Steffi weiß das selber nicht, wo sie ist. Steffi, sag ruhig, wo du bist. Sag es. Nee, mit Sicherheit nicht. Niemals! Seht ihr unter meinem Wasserzeichen? Aber die Klauen von dem Vieh sehen schon krass aus. Ja, vor allem die erste Zeit habe ich mich echt immer erschreckt, wie ich da so rumlief. Und ich dachte mir so, oh nein, das kommt doch hier. Lacht das eigentlich fies, das Viech? Nö. Da haben wir nämlich gerade fieses Lachen gehört. Nee, das ist nicht fies. Steffi, alles gut? Klar, alles gut. Oh Gott. Ich hab nur gerade einen Herzkasten gekriegt. Mach das aus, Wirre, mach das aus. Versteck dich unter dem Bett. Ja, das ist so ekelhaft, ne? Wenn man dann so, man sieht ja nichts, aber eigentlich sieht man doch was und dann sieht man, wie, ne, zum Beispiel irgendwas langsam vorbeischleicht. Das Schlimme ist, dass du halt diese bedrohliche Musik manchmal hörst und dann du einfach nur weißt, ich will mich nicht umdrehen, aber eigentlich müsste ich wissen, ob er wirklich hinter mir ist. Ja, das habe ich auch gemacht. Super Idee. Ne? Seht ihr in den ersten 20 Sekunden auf meinem Kanal. Ich freue mich so auf die Folge. Ganz ehrlich, ich freue mich so. Ich werde mir das auf jeden Fall wirklich bei allen angucken. Aber wie gesagt, bei mir kann man sich die ersten 20 Sekunden angucken und der Rest könnt ihr bei Steffi gucken. Das ist genau das Gleiche, meinst du? Oh Gott. Ja, ist ja das Gleiche hier. Also ich bin auf jeden Fall schon seit 10 Minuten tot. Also ich will mich Steffi nicht beklagen. Ist schön in Steffi. Aber ganz ehrlich, ich ja, am Anfang ist es auch leichter, wenn es noch 3 Stück sind, ist es leichter. Oder du was? Hast das wiedergefunden? Ja. Alter! Das finde ich jetzt krass. Ich bin mir nicht so sicher, ob ihr das was nützt. Da könnt's doch Richtung Ausgang gehen. Ja, Gott sei Dank hast du es wieder verraten. Was denn? Nix. Ich habe ihr nicht verraten, wo sie ist oder wo sie hin ist. Ich sagte nur, es könnte Richtung Ausgang gehen. Theoretisch könnte es ja überall Richtung Ausgang gehen. Hast du gesehen, wie viele Türen da sind? Rico, wie lange spielst du das schon? Ich? Wann habe ich mir das geholt? Keine Ahnung. Wann hab ich euch geschrieben, ob ihr Bock drauf habt? Da habe ich das gekauft. Weiß nicht, vielleicht vor einer Woche oder so? Und dann hast du das auch schon mal gespielt? Ja, zusammen mit dir. Also ohne dann. Ich habe da genauso viel. Wow. Das war ja bei mir dann etwas schnelleres Schauspiel, ne? So wie, naja, seht ihr in den jetzt ersten 20 Sekunden bei mir. Ich habe irgendwie verpeilt, wo wir jetzt wieder hinlaufen. Sind wir jetzt wieder zurückgelaufen? Ja, weil oben passt kein Schlüssel. Ich habe zwar einen Schlüssel, aber ich finde einfach die scheiß Tür nicht dazu. Da sehe ich bei den 3000 Türen. Ich glaube, das ist halt einfach echt nicht dafür gemacht, dass man es schafft. Meinst du? Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, bei so vielen Türen und den Schlüssel finden und das ist ja nicht der letzte Schlüssel, den sie finden muss. Ich meine, den Schlüssel, den sie jetzt hat, der ist ja nicht für die Ausgangstür. Ob die Entwickler dieses Spiels einfach schonungslos in Kauf nehmen, dass man sich erschreckt? Ja, ja, das ist einfach nur schonungslos in Kauf nehmen. Das ist einfach nur dafür gedacht, dass du dir am laufenden Meter ins Hemd machst. Ja, ich habe gar kein Hemd an, nochmal. Seht ihr alles auf meinem Kanal. Exzellent. That escalated quickly, ne? Wie ist das denn jetzt passiert? Wie ist das passiert? Hä? Ach, da oben habe ich sie gesehen. Hallo, Steffi. Hallo. Ekelhaft. Weißt du, wie dieser Drecksack auch noch so extra langsam um die Ecke geht? Das war auch total wild. Ich bin das Monster. Darf ich das Monster sein? Aber ich will auch mal Monster sein. Lass mal Recken machen. Was ja, ich war das in der Testrunde. Aber erstmal würde ich sagen, machen wir mal Schluss für die Folge, denn die ist jetzt schon ein bisschen lang. Und dann bis zur nächsten Folge. Auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, und es war gruselig. Tschö, ich zieh mir mal eine andere Hose an. Tschö.